Ich muss mich entschuldigen, ich bin hier am Gähnen parallel. Boah. So, wir fallen ja nicht mehr so schnell. Okay, wir tun es trotzdem, aber nicht mehr so schnell auf unseren Popo. Nur so gesagt. Und jetzt gehen wir zu Rollo. Dann gehen wir in die Katakomben, suchen Gift, gehen wieder nach oben, machen ein Antigift. Und dann sollte alles soweit fein sein. Cinematische wertvolle Fahrt. Oh mein Gott. Voll die Action-Einstellung. So. Abend. Gibt's da was, wo mich dir helfen kann? Dieser Ort ist wie ein Labyrinth. Kannst du mir helfen, meinen Weg zu finden? Na, was genau suchst du? Wie komme ich runter in die Kanäle? Das wissen wir doch schon. Alright, gibt's noch was anderes? Na los, frag. A few things. Why do you need money? Haben wir schon. Rätsel lösen haben wir auch schon. Ich glaube, wir haben alles. Na, was genau suchst du? Also, ich würde gerne einen Kompass finden. Einen Kompass? Hey, ich kann dir den richtigen Weg dorthin zeigen für 2 Florins. Ist das ein Witz? Alter, ich finde einen Wein selbst, ey. Ich glaube, das ist es wert. Im Moment, haben wir schon einen gefunden? Wahrscheinlich nicht, oder? Der Frosch im Gefängnis. Sie sagen, er wäre ein Pilot von einer Lake Galeona, also von einem Schiff auf dem See, Fluss, Zeugs. Außerdem sagen sie, er hat ein kleines Versteck in seiner Zelle. Am besten du startest mal dort. Alright. Noch was anderes? Nö, danke, das war's. Okay, mal fix zum Frosch gesprungen. Hallo, ich bin der Frosch. Nein, weg. Nein. Deine Stimme ist im Arsch. Mann! Ja, das haben wir. Das habe ich für euch gut gemacht, würde ich sagen. Aber zum Glück wurde das Spiel automatisch gespeichert. Nochmal. Warum ist jetzt der Bildschirm wieder so cinematisch hier? Da fehlt wieder was vom Bildschirm. Na gut, was soll's. Ich hätte gern wieder 16 zu 9, nicht 21 zu 9. So, fast da. Jetzt mal fix Wache loswerden. Was wäre eigentlich, wenn wir uns wieder in unsere eigene Zelle einsperren? Na gut. Egal. Sneak. Und ganz heimlich wie eine Maus schleichen wir uns jetzt hier raus. So. Hallo, Frosch. Scheiße, schon wieder zurück, was? Willst du mir wieder was klauen? Mir wurde gesagt, du hättest einen Kompass. Oh, das wurde also erzählt, ja? Und wer hat's dir erzählt? Der Schmied.
Na, sorry. Vertrau dich. Und glaubst du alles, was man dir erzählt, ja? Was? Nee, natürlich nicht. Nun ja, also, hast du einen Kompass? Natürlich habe ich einen. That's by the by. Aber das nur nebenbei. Dieser Kompass ist ein Ding für das Captain, denn fürs Captain-Auge allein. Also nur der Captain, ne? Und so, ne? Captain? Ja, vielleicht bist du ja gewillt, das Ding mit mir zu traden, ne? Captain? Hi, Captain Powdercake of the Lake Witch. Brought in together. Zusammen sind wir hier eingeknastet worden. Aber er ist schon tot. Er war immer gut zu mir, der Captain, ja, hat gesagt. Mein Bein war das Leckerste, was er je gekostet hat. Er hat dein Bein gegessen. Ah, klar. Maroon wäre er vielleicht gestrandet oder so. Zurückgelassen zum Tode von einem, also in einem verlassenen Ufer. Wie lange wart ihr dort gestrandet? 2 Stunden. Was? Das Dingy. Das war der Kompass, der uns geholfen hat, von dieser Einöde oder so zu verschwinden oder was auch immer Dingy bedeutet. Ich weiß es nicht, aber ich benutze das Wort einfach mal, wa? Ich schulde ihn, also dem Kompass, mein Leben. Ich werde ihn nur zum Captain geben und zu niemand anderem. Dann werden wir uns einfach gleich wieder Captain kleiden. Also, solange nicht Captain Powdercake von der Lake Witch da ist und ich sehe jetzt gerade hier keinen und du bist es auch nicht, schlage ich vor, du guckst woanders. Ich habe Neuigkeiten von Captain. Na, was denn? Wie sage ich das jetzt? Ich befürchte, er ist schon weitergegangen. Er ist von uns gegangen. Er sagte, ich könnte den Kompass haben. Hat er das gesagt? Zu mir hat er nichts gesagt. Du bringst sie dazu, mir das in Person zu sagen und der Kompass ist dein. Okay. Vielleicht finden wir den noch selbst irgendwie. Haben wir noch irgendwas übersehen? Irgendwas, was wir noch triggern, aktivieren können? Nee? Nein? Der Stuhl. Wo ist der Stuhl? Gab's da noch einen Stuhl? Wo ist der Stuhl denn? Stuhl ist auch weg. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo wir sonst... Folgendes, wir kleiden uns mal piratenmäßig. Und dann tun wir so, als ob wir also... Rot, Klammer, Rot und dann Thief, Thief. Okay. Pirate. Okay, ich kann mich nicht umziehen. Jetzt müsste es gehen. Pirat. Na? Ich dachte, wir hätten alles von Piraten. Pirat? Ah, so. Jetzt haben wir die grüne Hinterlegung. Jetzt sind wir offenbar Pirat. Harr, harr, harr. Ich bin Thilo, der Freibeuter. Und jetzt sind wir... Powdercake. Captain! Träum ich? Bist du das wirklich? In Fleisch und Blut. Natürlich bin ich das, du... grünäugiger Maggot, keine Ahnung. Ja. Captain, um keinen Tag gealtert. Da gibt's nur einen Unterschied bei dir, glaube ich. Du siehst kleiner aus. Ja, wir haben ja das Skelett gesehen. Das Skelett war ziemlich groß. Ja, du hast immer zu mir aufgesehen. Nicht? Ja. Du bist mir nicht so nah wie sonst, ne? Oder, as close as we once were, are we? Keine Ahnung. Das ist, weil du sitzt, du Idiot. Ei! Ich stand ja niemals gegenüber, nicht wahr? Aber, erinnere mich, was war das Lied, was wir immer gesungen haben? Oh, Carol ist misstrauisch. Something, irgendwas über... Die Meermaus. Alter. Scheiße.
Heaven in a Bottle, A Murder of Crows, The Battlefield. Das hier bestimmt, oder? Nee, das hier. Die Maid würde nicht singen, bestimmt, oder? The Maiden wouldn't sing. Bark the bear from the throne, though the maiden down below. Oh, please, Sarah, my love, and why I ask it matters not. You need not to mean it, you do not, pleaded the mistwill. The crowd. Okay, das ging jetzt leider nicht so flüssig. Von der, das ist aber nicht das gleiche wie. Das war es bestimmt nicht. Also ist nicht unbedingt der Trinksong, oder? Scheiße, war der falsche. Jedenfalls, das ist nicht der, an den ich denke. Oh, können wir endlich mal alle durchgehen mit Musik? Das ist ja geil. Battle of the Coward King. Vielleicht. Also ist es natürlich der mit dem Trinken, aber. The famous coward king, when all the way from Sardis mines to Ferret's cave charging. He cowered up the highest tower as the warning bells are tolled. The glove are thrown, the moment come, the show is true metal. But yellow as breast was the coward king, and never quite as bold. On trembling shanks and sodgy tail he set sail, quite unsettled. His people cried and called to him, but left him with no advice what he have to speak and read. Psch! Das, da ging's nicht darum, um einem Kampf auszuweichen. Das ist er nicht, nee. Komm mal an, du erinnerst dich. Na gut, okay. Heaven in a Bottle. Der ist es. Himmelreich in der Flasche. The waves may crash, the ship may sink, and every one of us might drown. But pirates call the sea the drink, so raise a glass as we go down. With sunder crabs we'll have a tipple, and steal the fish king's pearly cap. With shapely mermaids, wet our whistle, till top is down and bottoms up. Und da kotzt er am Strahl. Hey, das ist er. Nun, Captain, was kann ich für dich tun? Sag's nur und das gehört alles dir. Du hast nicht zufällig noch den alten Kompass, oder? Natürlich! Ich habe ihn für dich versteckt. Ich habe ihn dorthin gesteckt, wo du gesagt hast, ich soll ihn hinlegen. Ja, ja. Und deswegen weißt du ja bestimmt auch nicht mehr, wo er war. Ne? Mit einem Wink oder mit einem, ja, mit einem Wink zieht der Frosch aus seinem Brass, pulls a brass compass from somewhere. Okay. Irgendwoher, wo es unangenehm zu sein scheint, zieht er halt diesen räudigen Kompass raus. Ja. Da, wo die Sonne nie scheint, wa? Ah, der Abenteurer, den wir schon von früher erzeugt, ne? Gibt's noch was anderes? Ja, ich habe ganz wenig Geld, nur so ungefähr 34 Münzen oder so. Gib mir mal was. Als ob du fragen müsstest, würden dir 5 reichen? Du bist zu gütig. Bin ich? Bin ich? Entschuldigung, Captain. Jetzt gibt er 3. Geil. Dann hast du ja 3, bitte. Noch was anderes? Ja, erzähl mir doch ein bisschen von der Rauen See, vom Leben auf der Rauen See. Na gut, lass mal schauen. Nun, also, bevor wir uns getroffen haben, hat es, ja, es passierte lange bevor wir uns getroffen haben, bevor du mein Bein gegessen hast. Froschschenkel, jetzt raff ich's. Alter, hat es lange gedauert. Okay, gut. Als ich noch Boatswain about the Wallot, also so Boots, Schiffsmatrose oder so war auf der Wallot.
Oder keine Ahnung, Boatswain, ich weiß nicht. Eines, Autumn, ist das der Herbst oder ist der Sommer? Moment. Autumn Leaves. Ah, ich glaube, es müsste Herbst sein, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, es war Herbst. Als Herbstmorgens im dicken Nebel kamen wir einem Geisterschiff vorbei. Ein Schoner auf offener See. Ich ging alleine vom Bord, wie der Captain es verlangt hatte. Was passierte dann? Das Schiff war verlassen. Nicht eine Seele an Bord, außer meine Wenigkeit. Das Deck war trocken, aber der Gestank von Lake Kelp hing in der dreckigen Luft. Und ich konnte schwören, dass ich Blicke auf mir spürte. Vielleicht war es nur mein irrer Geist. Er kann das schon sagen. Jedenfalls, ich habe einen Sack von dies und das mitgenommen und es hat sich auch als ganz nützlich erwiesen und ging damit zurück auf das Hauptdeck. Und? Und als ich wieder dahin kam, war mein Schiff verschwunden. Verschwunden, als ob es niemals existiert hätte. Es muss sehr schnell gesunken sein. Ihre Hülle durchbrochen von versteckten Felsen. Oder von den Geistern des Schoners. Ich war der einzige Überlebende. Aber manchmal, Jahre später, wenn ich in den oder den anderen Hafenraum komme, dann könnte ich schwören, dass ich die geisterhaften Gesichter meiner Crew-Kameraden sehe, die mit großen Augen starren aus der Menge heraus. Doch nur für einen Moment, denn dann sind sie wieder verschwunden. Erzähl mir doch noch eine Geschichte. Ah, nein. Du hast sie schon gehört. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen. Ich muss mal. So, wir haben den Kompass. Moment. Tools, Kompass. Wo ist der Kompass? Hier. Gut, gibt nichts Besonderes. Okay. Dann. Das. Ditte. Klammer. Und Thief, ne? Thief und Thief. So. Jawohl. Dann gehen wir erstmal ganz kurz speichern. Ich glaube, wir sind jetzt schon in Folge 16. Ich habe die gar nicht abgebrochen, abmoderiert, ehrlich gesagt. Aber naja, was soll's. Und jetzt gehen wir runter in die Katakomben. Das ist hier. Es ist Schweinedustern. Hier sind die Fallen. Ja, wie mache ich das denn jetzt hier? Hier ist aber überall nichts drin. Ich kann mich noch fangen lassen und sterben. Uncool, irgendwie. Gibt es noch was anderes? Andere Fallen vielleicht? Moment, mal kurz ins Questbuch schauen. Spider Venom from the Sewers. Ich habe noch keine Spinne gesehen, das ist echt ein Problem. Silas need you to assemble a suit of armor and prepare an antidote for spider's venom. In preparation for your journey into the catacombs of the Winding Heath's Keep. Jo, wissen wir. Aber wie komme ich jetzt weiter runter? Da unten rechts, ungefähr auf, lass es mal so 5 Uhr sein. Da geht's ja, da kam er von oben, oder? Da ging es ja von oben runter, glaube ich.
Bin mir aber gerade nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Lass uns da mal hinschauen. Nein, nein, einfach nur die Leiter hoch, genau. Hier durch. Dann kommen wir durch. Über uns ist gerade Bubi. Ach, scheiße. Pardonnez-moi. Mist. Nicht scheiße. Mist. Da gehen wir mal einen langen Weg. Und unsere Lieblingsmucke. Na komm, gib's mir. Fuck. Irgendwie bin ich gerade... Oh, Geld. 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 Okay. Hast du Luther Kings gesehen? Ich dachte, wir könnten uns gerade von dem Vieh hier abschneiden. Hin. Wo finde ich das denn? Also das Spinnengift meine ich. Ich dachte, hier würden Spinnen sein, anfangs. Aber da habe ich mich erfolgreich geirrt. Ich kann nicht schwimmen. Hier ist die Folterbank. Strickbank. Bringt uns leider gar nichts. Ja, dann muss ich da einfach mal hin. Okay. Großvater aus Peter und der Wolf. Ich weiß nicht warum, einfach so. Zeit für Untertongesang. Okay. Ich will nochmal hier ganz kurz die Treppe runtergehen. Ah. Mist. Ungeduld. Einfach Ungeduld. Aber hier? Nein. Definitiv nein. Sieht zwar gut aus, aber ist es nicht. Okay, nochmal für mich. Ich suche jetzt... Ich muss Fallen finden, aber wir hatten doch schon alle Fallen gehabt. Haben wir vielleicht schon was gefunden? Spinnengift irgendwie? Nee, haben wir nicht. Definitiv nicht. Man muss ja wissen, wie die anderen küssen, um der eigenen zu trauen. Ein bisschen Paul Abraham. Warum nicht? Der Operettenkomponist zwischen 1910 und 1930. Bukarest, Prag, Berlin, Paris. Riech's nur ganz kurz, glaube ich. Natürlich dann, weil jüdischer Komponist als verfilmter Komponist nach Amerika gejagt wurden, kam dann in 50er Jahren schwer krank zurück. Schon geistig ein bisschen abgebaut. Und hat dann eine sehr moderne Therapiemethode angewandt bekommen. Und zwar einfach Musiktherapie. Er hat sich einen Flügel gesetzt und plötzlich seine alten Songs spielen dürfen. Und das hat er offenbar sehr gut getan. Naja, jedenfalls, grandioser Komponist für Operette. Und zwar nicht so Offenbach, sondern besser. Viel besser als Offenbach und Co. Viel interessanter, viel klüger, viel intelligenter. Sag mal, ich will Gift finden. Mensch, was mache ich denn hier? Ich rede über Operetten. Gift, 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 Gift. Fallen. Die Fallen müssen hier irgendwo unten sein.
Aber die Viecher haben definitiv nichts dabei, was ich... Nee. Nee. Ich kann die auch nicht looten oder so. Das ist irgendwie skurril. Sehr skurril. Okay. Mein Gemüt ist mir verwirrt. Das macht ein Quest zart. Gerade noch Hassler oder so? Nee, Schein. Was war denn das? Mein Gemüt ist mir verwirrt. Schein, Schütz? Keine Ahnung. Und dann zu Bach gewechselt. Auch nicht schlecht. 3:08 Uhr, das kann nicht sein. 3 Uhr, aha. Also wir haben spät, aber nicht so spät. Was sagen Sie jetzt? Was sagt das Spiel jetzt angeblich? Angeblich 3:15 Uhr. Das ist ja geil. Stimmt nicht ganz. Ich glaube, wir sind... Nee, wir sind 2,5 Stunden vor früher. Also wir sind erst 12:30 Uhr. So. Ich suche das Antigift. Aber wisst ihr was? Ich mache das mal in der Aufnahmepause. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen. Und vielleicht gibt es einen kurzen Cut oder es gibt einen langen Cut zwischen zwei Folgen. Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall. Bis gleich. Tschüss.